Also ich brauche für meinen Witz jetzt den Stuhl. Und zwar geht es darum, bei uns daheim in Zusmarshausen, ländliche Gegend, Bürgermeister mit bunten Schuhen, aber trotzdem ländliche Gegend, ist ein Bauer ein Stadtpfarrer nach Augsburg und ist zum Doktor gegangen. Dann hat er sich ausgezogen und dann sagt der Doktor, Sie haben ja gar keine Unterhose an. Dann sagt er, brauche ich nicht. Hab noch nie in meinem Leben eine Unterhose angehabt. Dann sagt er, glauben Sie mir das, so eine Unterhose brauchen Sie. Die ist erstens einmal viel sauberer und viel hygienischer. Und glauben Sie mir, es wärmer ist so. Denkt sich der Bauer, gut. Geht er zum C&A rein, kauft sich 3 Unterhosen, geht heim, zieht die Unterhose an, die Latzhose drauf und auf den Bulldog rauf und tut ägra. Und dann ägra der Sohn, nach einer Zeit überkommt sie ihn und er denkt, jetzt könnte ein größeres Geschäft auf mich zukommen. Fährt er den Waldweg rein, vom Bulldog runter, tut die Latzhose runter und vergisst natürlich die Unterhose und macht sein Geschäft und dann schaut er hinter so hin und sagt er, tatsächlich, sauberer ist. Und dann hockt er so im Bulldog-Sessel rein und sagt, leck mir Marsch, warum ist so noch?